Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Gehüfer Games News, Leute. Heute die allererste News kann ich euch direkt mal zeigen. Dazu müssen wir jetzt in den Portalraum, Leute. Und zwar waren bis vor einer Weile jetzt die Server hier im Wartungsmodus, City Build 13, 14, 15 und 16. Wir können mal gucken, ob das immer noch so ist. Ja, die sind jetzt hier im Wartungsmodus. Das ist schon seit einigen Tagen so. Ich glaube jetzt seit Montagnacht. Normalerweise sollten diese Wartungsarbeiten eigentlich innerhalb von ein paar Stunden erledigt sein, aber die sind jetzt schon mehrere Tage offline. Ich habe keine Ahnung, was da los ist, Leute. Natürlich ärgert das jetzt alle Spieler, die darauf spielen. Ich finde das ein bisschen scheiße eigentlich, dass jetzt uns auch das Griefer Games sagt, was Griefer Games sagt, nicht was da für Probleme sind. Anscheinend gibt es da irgendwelche Probleme, Leute. Ja, das kann eigentlich nur damit zusammenhängen, dass die neu sind, dass da irgendwelche Plugins gemacht werden müssen oder dass da auch einfach mal eine längere Kontrolle durchgeführt werden muss. Ja, anders kann ich mir das auch nicht klären. Okay, Leute, dann habe ich auch neulich im Beitrag im Forum gelesen, dass ab sofort mit sofortiger Wirkung Casino-Bots verboten sind. Ich denke mal, das hat was damit zu tun, dass einige Spieler wirklich ihr komplettes Geld daran verzockt haben und sich beschwert haben und dass einige dadurch wirklich sehr, sehr reich geworden sind und dass die auch automatisiert waren. Also man konnte die einfach über die Nacht stehen lassen und dann halt Geld farmen, sage ich mal, wenn man einen Autotext eingespeist hat und so, aber wenn man das selber programmiert hat. Und zwar die nächste News ist jetzt ganz schön erschütternd für alle. Ja, für mich zum einen. Und zwar wird am 3.6. jetzt die Farm resettet, Leute. Aber das ist ja noch nicht alles. Ab diesem Tag wird es so sein, wenn ihr ein Skelett nahe in den Nether, also in den Spawner beim Nether platzieren wollt, ja, dann werden dort keine Wither-Skeletten mehr spawnen. Das heißt, Beacon-Preise werden unnormal wieder steigen, Leute. Was ich eigentlich recht gut finde auch, aber ich finde es ein bisschen dumm, weil ich habe damals einmal meine Beacons für $500 verkauft. Ja, Leute, das war, glaube ich, nicht so schlau. Und auf jeden Fall ist es noch so, dass davor, bevor dieser Reset kommt, wieder der Admin-Shop wiederkommt, wo ihr denn die Beacons für einen gewissen Preis verkaufen könnt. Aber ich wollte euch raten, behaltet die einfach, weil die danach höchstwahrscheinlich noch wertvoller werden. Es gibt natürlich noch andere Methoden, um Beacons zu farmen, aber ich weiß nicht, ob die denn wirklich so lukrativ sind, dass sich das denn auch lohnt. So, Leute, und ich sag's mal so, es gibt so viele Mengen von Beacons, also wir werden schon nicht sterben. Und, Leute, der TS war am Dienstag um 13 Uhr, war der TS down für eine kurze Zeit lang. Mal wieder, ich kann mir das auch nicht erklären. Anscheinend gibt's da wirklich irgendwelche Probleme beim Hersteller. Gut, Leute, dann würde ich sagen, wenn euch diese kleine News-Folge gefallen hat, gerne ein Like und ein Abo da lassen und die Glocke aktivieren. Bis zum nächsten Mal, ciao.